Ich habe gerade ein Bad genommen, extra für meinen Sonntagabendspaziergang, der gleich so gegen kurz nach 9 beginnen wird, irgendwo in Köln. Und der Grund dafür, der triftige Grund dafür ist, ich möchte einen Spaziergang machen. Das hat nichts mit Intensivbetten oder irgendwas anderem zu tun. So, Sonntagabend, Viertel nach 9. Ich bin jetzt hier in der Altstadt von Köln. Da vorne ist der Altermarkt. Hier vorne kommt der Heumarkt. Es ist ja gefühlt eine Geisterstadt. So ruhig ist es selbst am Aschermittwoch nicht. Ich glaube, es ist nie so ruhig, außer vielleicht ganz nachts und ehrlich gesagt selbst dann nicht. Kleiner Spaziergang in Richtung Rhein. Da vorne ist das Maritimhotel. Und hier steppt normalerweise der Bär. Kleiner Spaziergang durch die Salzgasse. Die führt direkt runter zum Rhein und ist berühmt-berüchtigt für Kneipen und alles, was Köln so ausmacht. Die einzigen, die anzutreffen sind, sind ein Hund mit Begleitung. Hallo! Offensichtlich gibt es noch einige widerständige Geister um kurz nach 9, die nicht bereit sind, genau nach Hause zu gehen, sondern einfach frech hier rumlaufen. Triftiger Grund. So, hier legen die Kreuzfahrtschiffe ab. Schon länger wohl nicht mehr in diesen Zeiten. Und das ist die Deutzer Brücke, die ja die Altstadt mit der anderen Rheinseite verbindet. Ich sehe oder höre kein Auto. Also, wenn jemand unsinnige Quatschregelungen befolgt, dann an diesem Abend auf jeden Fall die Kölner. Ja, eine ganze altehrwürdige Kirche in Köln, Groß St. Martin. Und ich bin alleine hier, da vorne ist ein Fahrradfahrer. Aber ich bin alleine, man hört es vielleicht, ich trage die Maske. Ich bin rechtstreu. Nur bei dieser Ausgangssperre, da hört sogar bei mir auf. Das ist dann doch offenkundig nur noch Quatsch. Aber das Rheinufer ist wirklich menschenleer. Es war bisher ein Fahrradfahrer zu sehen. Und ich glaube, es waren zwei Gänse. Es mögen auch Enten gewesen sein, da bin ich unsicher. Das war's. Zwei Delinquenten, deren Füße ich hier gerade zeige, sind doch anzutreffen am Rheinufer. Auf meinen scharfen Hinweis hin, dass das Virus jetzt draußen ist, erntete ich nur leises Gelächter. Man wunderte sich wohl, dass das Virus erst ab 21 Uhr erscheint. Ich gebe euch nochmal den Hinweis, ihr lebt gefährlich und ich gehe jetzt schnell. Alles Gute. Okay, yo. Ich laufe jetzt in Richtung Philharmonie. Wer hier sonst auch schon mal vorbeiläuft, kennt die Szenerie. Da oben ist die Bahnhofskirche, auch Dom genannt. Und ehrlich gesagt, auch hier keine Menschenseele. Ich glaube, so ruhig sieht man es sonst nie. Hat auch was. Was Gespenstisches. Und der Hauptbahnhof in voller Pracht. Und hier das Museum Ludwig. Mittlerweile ist es 9:30 Uhr. Das hier ist die Domplatte. Ganz zentraler Platz in Köln. Vor uns das Domhotel oder das, was davon verdeckt zu sehen ist. Und hier geht es wieder zurück in den Kneipenteil der Altstadt. Genau, da gehe ich hin. Die Einzigen, die anscheinend wirklich noch draußen sind, sind ein paar Obdachlose. Ist ihnen nicht zu verdenken. Und hinter den Bauzaun einigermaßen zu sehen, hell erleuchtet, das Früh am Dom, ein guter Ort, Kölschkneipe. Stopp, da ist einer, ein einsamer Lieferando-Fahrradfahrer, immer im Dienst. Keine schöne Perspektive, aber man erahnt dahinter das historische Rathaus von Köln.
leider sehr, sehr verdeckt durch eine Baustelle. Jetzt ist es kurz nach 9:30. Das heißt, ich war jetzt circa 20, 25 Minuten unterwegs. Und einmal klassischer Gang durch die Altstadt von Köln. Tja, was soll ich sagen? Sehr ruhig, definitiv sehr ruhig. Es hat mich keiner am Abendspaziergang gehindert. Ich glaube, ich mache das morgen wieder.